Hallo Marco. Ich würde sagen, wir machen diese Aufnahme nochmal. Nochmal von vorne, oder? Was meinst du? Ja, scheiße, wo ist überhaupt dieser beschissene Repeat-Knopf? Egal. Halt's Maul und hör mir zu. Du hörst schon. Also, ich bin Pixar, der Puzzlemörder, auch genannt Chris Knopf. Verdammt, das wollte ich doch nicht sagen. Egal. Marco, ich gebe dir eine Chance zu überleben. Dir bleiben zwei Optionen. Ein Trog voller Milch steht vor dir. Trink dich durch ihn hindurch. Dann kommst du an die Oberfläche. Oder du trinkst ihn und bekotzt dich einfach, bis du tot bist. Naja, aber dir ist ja wohl klar, dass dir das den Arsch zum Platzen bringt, ne? Ist durch. Warte mal. Mein Mund ist verrutscht. So, ist besser. Also, hörst du schon die geile Musik? Die habe ich extra runtergeladen dafür. Das ist durch. Spiel nochmal. Danke. Durch. Mein Gevatter Knoll hilft mir ein bisschen dabei. Damit das hier ein bisschen realer und bösartiger wirkt, ne? Egal, halt's Maul. Du hast jetzt noch eine Viertelstunde zu leben. Also beeil dich mit dem Scheiß laufen. Währenddessen werde ich dich permanent beleidigen. Das Spiel beginnt jetzt. Schwuchtel. Tokyo Hotel. Halt's Maul. Fick dich, Marco. Schwuchtel. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, Bill. Bill. Tokyo Hotel. Halt's Maul, Schwuchtel. Fick dich, Marco. Na, bist du schon tot? Hast dich schon tot gekotzt? Sag mal. Oder? Hast du doch schon, Schwuchtel, oder? Sag doch mal. Hast du? Ist mir scheißegal. Ich schnapp mir noch die ganzen anderen, die mich verarscht haben. Ein ganzes Leben bestand aus Verarschung. Und jetzt räche ich mich. Jetzt bin ich das böseste Ding überhaupt. Also, halt's einfach dein Maul. Ja, ich weiß, dass meine Maske billig aussieht. Und ich wette, du lachst auch darüber. Ah, du hörst auf, darüber zu lachen, wenn du erstmal tot bist. Halt's Maul. Ja. Halt das Licht gerade. Das geht mir auf den Sack, sowas. Nicht in die Kamera. Ihr Vater Knoll hält sich nicht so an die Regeln. Ja. Achso, ich werde gleich mal auf mein beschissenes Dreirad steigen und wegfahren. Ich durfte den VW dafür nicht einsetzen, ist zu stillos. Ja, wahrscheinlich bist du jetzt schon tot und hörst mir gar nicht mehr zu. Aber ich genieße es einfach, ich genieße noch meinen Triumph. Ja, ich sehe aus wie eine Mischung aus Darth Vader und einem angemalten Marshmallow. Aber dafür bin ich viel zu durch. Was ist los? Ich bin so roh. Und du bist gleich auch nur noch roh. Ein Stück Fleisch. Weißt du was? Weißt du was? Ich fress dich danach einfach auf. Ich habe die Maske so konzipiert, dass ich einfach meinen Mund abbauen kann. So, und dann kann ich darunter fressen. Verstehst du? Also, halt's Maul. Tja, Marco. Bald ist die Zeit um. Weißt du? Achso. Ja, nee, das machen wir in einem weiteren, oder? Achso, gut. Ja, Situationskomik. Ich kann nur wenige drüber lachen. Ich auch nicht. Ich find's so beschissen. Gut. Jetzt zu dir, Isabella. Mein Leben lang hast du mich verarscht. Man hat mir gesagt, du hättest den Knollkäfer entwickelt. Und nicht nur das. Ich finde das so beschissen, dass ich dich hasse wie die Pest. Tja, und nun habe ich mir auch für dich habe ich mir auch was überlegt. Ich habe lange gebastelt und lange überlegt. Und ich habe hier die Haarfrisierten. Nein, ich habe noch keinen guten Namen dafür. Auf jeden Fall, du kämpfst dir mit diesem scheiß Riesenkamm die Haare durch. Entweder du reißt sie dir aus, das ist die erste Option. Dann hast du eine Glatze und passt durch das Loch, was ich eigens gegraben habe. Wo du sonst hängen bleiben würdest mit deinen scheiß Haaren. So, die zweite Option ist, du lässt die Haare dran und versuchst so durchs Loch zu kriechen. Das wäre so durch. Na, aber es schaffen nur Tiere wie ich. So richtige Mettlerschweine, du verstehst. Tja, oder? Oder du? Ach so, ja. Macht mal jemand wieder das Licht an, das geht mir auf den Sack. Ich sehe voll undiabolisch aus. Danke. So, im nächsten Raum
wirst du ein Hundebaby vorfinden. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, wo der Schlüssel ist. Scheiße, jetzt ist die Leinwand nicht aufgestellt. Okay, der Schlüssel ist in dem Arsch von dem Drecksvieh. Reiß ihn einfach auf, dann findest du den Schlüssel. Oh, ich weiß, du magst die kleinen Scheißhundebabys. Naja. Ihr habt mich scheiße behandelt, jetzt behandle ich euch scheiße. Ich kenne eure Schwachstellen, habe euch lange genug studiert. All ihr da draußen, seid gewarnt. Pixar wird kommen und auch über euch richten. Ich kenne eure Schwachstellen. Ich zeige euch alle 1000 Folgen Teletubbies. Ich bin noch viel durcher. Ich zeige euch die ganze Scheiße dieser Welt. Ich kann auch einfach meine nackten Eier in euer Gesicht drücken, bis ihr tot seid. Mir ist es völlig egal. Ihr könnt es euch aussuchen. Nein, ich kann es mir aussuchen. Naja, egal. Achso, im nächsten Raum, Isabella, wirst du einen Hasen vorfinden. Kleines süßes Kaninchen. Gut, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich habe ihn probiert, in deine Scheißohren einen Chip für dein Handy einzubauen. Damit kannst du telefonieren. Vielleicht wärst du dann befreit. Ich bin so durch. Ich bin so ein großes Stück Fleisch. Echt. Mit einer scheiß Marshmallow-Maske. Also, leider ja, waren mir für die Requisiten nicht genug Platz. Hey, wackel hier nicht so rum. Hey! Das geht gleich so auf die Fresse. Ich bin richtig sauer, weißt du das? Das kotzt mich an. Immer dasselbe. Dauernd wackeln irgendwelche. Ja, Entschuldigung. Hab vergessen, den Mund zu bewegen. Ja, ich kann auch ein bisschen Bauch reden, dann Marco. Also, von dir, du bist ja wahrscheinlich schon tot. Mal überlegen, wen mache ich denn noch satt? Wen gibt's denn noch, wer mir immer auf den Sack gegangen ist? Überlegen. Lehrer aus der Schule, Mitschüler. Ah, Christian. Der Rollenspielmaster. Mal gucken, ob du immer noch so tolle Rollenspiele leiten kannst. Musste mich mal räuspern, hatte so ein bisschen Schleim im Hals, war so durch, kam vom Wichsen den ganzen Tag. Egal, pass auf. Also, du hast drei Optionen. Entweder du gehst zu den völlig versifften Lapern, die ich extra eingeladen habe. Ich habe ihnen echte Rasierklingen in die Waffen eingebaut, was sie nicht wissen. Sie meinen immer noch, sie würden 1-1 sagen. Pascal ist einer von ihnen. Der ist so durch, ich sag dir das. Der hat schon drei Schweine von mir umgelegt mit diesen Waffen. Und er wundert sich immer noch, warum. Der glaubt, das wäre Ketchup. Ja, das glaubt auch nur er. Pixar ist nämlich schlau. Hier oben hat er was drin. Und pass auf, das wird noch viel durcher. Im nächsten Raum wird ein riesiger Roboter sitzen, den ich selbst konstruiert habe. Er kennt alle Rollenspielsysteme dieser Welt auswendig. Kannst du mit ihm mithalten? Möge das Spiel beginnen.